Das ist voll bescheuert, in dem Spiel gibt's gar keinen DJ. Barmut ist begeistert. Oh shit, ich muss euch noch zeigen, was man auf dem Teilscreen machen kann. Sekunde. Aus irgendeinem Grund dachten sie sich, hey, wir können zwar einen 3D Mario Kopf darstellen, aber wir können ihn nicht verzerren. Deshalb dachten sie sich, hey, das ist eine gute Idee. Man kann Dinge mit Mario machen. Ich kann sein Auge auffädeln. Irgendwie, es ist witzig. So, aber es ist halt kein Vergleich von dem Originalkopf. Was allerdings cool war, ist das hier. Ah, shit. Oder natürlich der nächste Klassiker. Für die Albträume. Ja, okay. Wir stehen darüber. Außerdem gibt es da noch Josh. Josh gibt's noch. Josh ist ein süßer. Aber witzigerweise, das habe ich als Kind selbst herausgefunden. Wahrscheinlich hat das jeder herausgefunden. Wenn man jetzt nochmal den Mario anklickt, passiert Folgendes. Ne, warte, jetzt guckt Mario, glaube ich, anders. Und ich glaube, beim fünften Mal, das ist das Lustige, beim fünften Mal ist Mario einfach... Mario! Das ist ja gar nicht Mario. Ich hatte als Kind gedacht, man könnte auch Wario zeichnen. Also wahrscheinlich muss man den selber zeichnen. Aber, naja. Alice real. Der Louis ist am Start, aber eigentlich ist Yoshi hier auch real. Deshalb, das Spiel ist, ich hatte Mario 64 technisch gesehen vorher, aber ich würde schon sagen, dass ich mehr Zeit in dieses Spiel investiert habe. Ich meine, 137 Sterne auf dem ersten Fall. Dazu muss man sagen, ich habe das Spiel gekauft, gebraucht, und auf dem ersten Save-Fall waren 4 Sterne. Und der Rest war leer. Und alles andere habe ich gemacht. Fenster, es war Luigi. Dear Mario, please come to the castle. I've baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Oha, sogar auf beiden Screens. Muss ich da irgendwas beachten? Ne, da unten ist einfach nur die Karte. Wir haben Lakito. Hallo, unser Freund. Wir wurden zum Kuchenessen eingeladen. Man kennt die Story. Wait, der Select Screen im Original. Select Screen im Original. Stil hatte. Meinst du den File Select? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da kannte ich diesen Jingle, aber wusste nicht, wo er herkommt. Das war eine seltsame Zeit. Okay, wer ist bereit, dieses Abenteuer als Mario zu beginnen? Denn, falls das so ist, muss ich euch leider enttäuschen. Das Spiel sah so aus. Naja, auf einem echten DS sieht so aus. Wenn du es hochskalierst, sieht es ein bisschen besser aus. Vor allem stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, der Schlossgarten hat genau die richtige Farbe. Warum haben sie die Farbe in Bob und Battlefield verkackt, aber nicht auf dem Startgebiet? So, alles, was man machen müsste, ist die Textur swappen. Oh, hi, Yoshi. Danke, dass wir in deinen Popo reinschauen dürfen. Ich befinde ihn für... sehr hygienisch rein und definitiv nicht kränklich. Yoshi! Yoshi! Aufstehen! Dazu! Hey, listen! Mario ist noch nicht zurück? Weil dieser Anfang, da haben wir es. Ich hab's schon mal erwähnt. Minor und Major. Das war einfach das Intro, aber es war Minor. Es war düster und böse. Und jetzt fange ich an, mich zu bewegen. Theoretisch gesehen habe ich das Slidepad. Aber ich muss euch enttäuschen. Ich glaube, selbst wenn ich das Slidepad benutze, dreht Yoshi trotzdem seine komischen Kreise. Deshalb ist es, glaube ich, sinnvoller,
einfach mit dem Steuerkreuz zu spielen. So, einmal den Lucky to Skip. Das ist mir neu. Yoshi hat auf dem Dach geschlafen und ist mitten im Schlossgarten. Ja, vielleicht hat ihn Dingsbums runtergetragen. Oh, die Tür ist verschlossen? Eben habe ich ein Kaninchen gesehen, das einen Schlüssel im Maul trug. Schau auf die Karte des Touchscreens nach. Warte, auf dem Touchscreen? Oh, ich sehe den Schlüssel, ich sehe ihn. Da müssen wir hin. Du mal Schlüssel, ey. Wer schließt denn das Schloss ab? Ich meine, was will Peach damit erreichen? Einbrecher aussperren? Oh mein Gott, wir haben ihn eiskalt abgestochen. Wir haben uns angeschlichen und ihn von oben... Vielleicht ist er runtergefallen, hat es nicht gemerkt. Ah, nein, bitte friss mich nicht. Ich habe doch nur ein bisschen gepoppt. Komm, lass mich gehen. Black. Die Hasen sind voll cute. Ja, ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Mein ganzes Leben zog an mir vorbei. Furchterregend. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er ist mir sowieso viel zu lästig. Was wolltest du überhaupt damit? Ich meine, das ist so eine Art verlängertes Tutorial. Das verstehe ich schon, aber... Was wollte der Hase mit dem Schlüssel? Du hast von dem Kaninchen den Schlüssel vom Schloss erhalten. Nun kannst du das Schloss betreten. Mario und seine Freunde sind vor Ewigkeiten in das Schloss gegangen und sie sind bisher nicht zurückgekommen. Ja klar, lass mal speichern. So, wir sind basically 5 Minuten drin. Ist runtergefallen und 100 Meter weiter gelandet. Joink. So, was vielen Leuten an dem Spiel nicht gefällt, ist, dass es einen Run-Button hat, aber ich halte ihn eigentlich basically permanent gedrückt. Mach mal auf. Hau mal rein, das Ding. Klick. Und rein. War da wirklich gerade eine Wand hinter dem Eingang? Willkommen, niemand zu Hause. Und jetzt zisch aus und lass dich hier nicht mehr blicken. Hallo? Niemand zu Hause? Unverdammt, dass du hier bist, Yoshi. Bowser hat Prinzessin Peach und alle anderen in den Wänden eingesperrt. Er hat unsere Bronzesterne gestohlen und mit ihrer Macht ein Land der Monster in den Wandgemälden des Schlosses geschaffen. Mario und seine Freunde wollten die Sterne zurückholen, aber bis jetzt sind sie noch nicht wieder zurückgekommen. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, waren sie auf dem Weg in den linken Raum, wo ein Gemälde der Bob-Ombs hängt. Wo sind sie nur? Ob sie ein Nickerchen machen? Yoshi, bitte finde und hol die Sterne zurück. Wir verlassen uns auf dich. Ich stelle mir das Ganze so vor, als könnte Yoshi nicht reden. Yoshi macht einfach nur. Hat die Innenseite kein Schlüsselloch? Ich glaube, da ist was beim Porten schief gegangen. König Bob-Ombs Gipfel. Oh Gott, das Lesen geht weiter. Bei der Suche nach Mario bist du mitten auf einem Schlachtfeld gelandet. Wo ist Mario? Sprich jetzt mit dem Bob-Omb Bunny im Standardmodus. Drücke dazu A. Ah, er wird dir bestimmt weiterhelfen. Hallöchen, darf ich sie abschlecken? Sieh doch, mein Herr, passen Sie auf, wenn Sie hier durch die Gegend latschen. Kann Ihnen eine Wasserbombe auf die Rübe fallen. Das war einst ein grünes Paradies, aber König Bob-Omb hat einen Powerstern in seinen Klauen. Es ist noch gar nicht lange her, da ist ein bärtiger Mann mit einer roten Mütze auf den Berg gegangen. Er hat nicht auf die Warnungen gehört. Da fällt mir auf, er ist nie zurückgekommen, was ihm wohl passiert ist. Dass man einmal weg und auf einmal verpasst die ganze Story, ja. Genau. Gefahr, hier findet gerade ein Krieg zwischen den fiesen schwarzen Bob-Ombs und den niedlichen Bob-Ombs statt. Du meinst den roten. Schau auf der Karte nach, folge der Straße und überquere die Brücke, betritt so das Gebiet. Dort ist auch der König der Bob-Ombs. Mächtig und schmeißt Bob-Ombs von oben den Berg hinunter. Pass also auf, wenn du dich auf dem Weg zum Berg machst. Gott, soll ich die ganzen Texte überhaupt vorlesen? Ich werde die Schilder ganz bestimmt nicht lesen. Das hat schon jemand anderes gemacht. Longs. Longs. Au! Idiot. Wow, was war das für ein Bombo-Kombo? Beim Yoshi ist auch knallgrün. Ja, das finde ich so komisch. Warum ist das Gebiet so ohne Leben und alles und das normale... Oh Gott, die Kameraführung. Da kann man sich drüber streiten, welche Kameraführung jetzt besser ist. Die vom Original Mario 64 oder die vom Mario 64 DS? Vielleicht ist das Level so, damit man Yoshi besser erkennt. Das kann ich mir vorstellen. Oh Gott. Aber der Captain sieht auch nicht mehr aus. Auch wie eine abgefuckte Abomination. Oh Gott, weg.
Das sieht halt aus wie ein modernes Ketten und das mag ich ja im Spiel. Alles ist so ein bisschen modern. Die globale Erwärmung hat alles ausgetrocknet. Ich kann ihn nicht essen, ich kann ihn nicht essen. Kann ich die Münze essen? Ambush! Boah! Er war noch nie eine Abomination. Gott, ich habe jetzt vergessen, wer eine Abomination war. Und Messen, what the fuck? Yoshi hat. Ist zwar süß und so, aber er hat ein Problem und zwar. Auch wenn uns Yoshi einer was anderes erzählt hat, irgendwie ist sein Popo nicht hart genug, um das kaputt zu machen. Das heißt, wir müssen wohl früher oder später Mario finden, um hier einige Sachen zu klären. Mario, wo bist du? Ach man, ich wünschte, wir hätten Mario Sunshine auf den 3DS bekommen. Ich meine, gerade wenn man bedenkt, was sie mit Mario 64 DS gemacht haben. Sunshine 3DS. Mit weniger kopierten Missionen, mit weniger blauen Münzen oder einfach mit mehr Insignien, mit mehr Leveln. Das wäre so cool gewesen. Ich bin König Bob-Omb, Herr aller Explosionen, Kaiser aller Kabums. Unglaublich, sogar ohne Bart hast du es bis hierher geschafft. Ich bewundere deinen Mut, aber wie dem auch sei, ich werde meinen wertvollen Powerstern nicht so einfach hergeben. Wenn du ihn haben willst, dann musst du meinen Bob-Omb dienen. Was? Du musst mich besiegen, wenn du ihn haben willst. Und deshalb werde ich dich fertig machen. Also, jetzt steck den Waschlappen zurück in deinen Mund und klapp den Kiefer zu. Das ist einfach würdelos. Lass den Kampf beginnen. Meinst du einfach so? Boah, wollte Cornflakes essen und hab gemerkt, dass die Milch schlecht ist. No! Wenn die noch trocken sind, kannst du sie zumindest zurückstecken. Oh, das war voll daneben. Alter! 3D ist schwer! Okay, immerhin. Ah, nein, wenn die Milch schon drauf ist. Ist sie denn so joghurtartig oder ist sie noch. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein, wie bin ich gerade so schlecht. Hä, hat jetzt der Hit nicht gezählt oder was? Sind alle eingeweicht, da ist nichts trocken. No! Alter. Stirbt doch endlich! So, der Kampf ist eigentlich voll schwer. Ich dachte immer, der soll einfacher sein, aber der ist eigentlich voll schwer. Alter, 3D ist hart! Hab ich den jetzt echt gefressen? Alter, wenn ich jetzt sterbe, ne? Die. Ah, das hat weh getan. Wie konnte ich nur gegen solchen Milchbubi verlieren? Das muss unter uns bleiben. Ich gebe dir dafür auch meinen wertvollen Powerstern. Willst du mich wieder treffen, wähl den Stern auf. Bonk. Wie ist das jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung, wie ich so reingeschissen habe. Ist unglaublich. Einfach eine Schande. Prost. Hey, wir haben den gestohlenen Powerstein gefunden. Jetzt können wir eine versiegelte Tür im Schloss öffnen. Versuchen wir mal beim Zimmer der Prinzessin. Aber Mario ist immer noch nicht zu sehen. Beeil dich, Yoshi. Nö, wir machen erstmal andere Sachen. Aber da fällt mir gerade auf, hier kann ich ja gar nicht mehr hin. Berühre mich. Oh, I want to touch the Yoshi. Vielleicht können wir doch irgendwas anderes machen. Denn Koopa hat ein Problem. Oh, ich merke gerade, Koopa ist gar nicht hier. Weil ich die falsche Mission ausgewählt habe. Weil Koopa hat ein Problem. Koopa möchte sich nämlich nur mit Mario messen. Ja, ist nicht gerade nett von ihm, aber es gibt andere Möglichkeiten, Sterne zu finden. Das ist schließlich Mario 64. Das heißt, mit einem Powerstern haben wir ja schon instant drei Welten freigeschaltet. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du gestern mad warst, als ich Sonic-Spiele nicht weg kann. Ja, okay. Hab verstanden. Und echt, das ist ja hier wirklich grün. Ja, ich hab mega den Mandela-Effekt. Ich dachte damals, jede Welt hätte so scheiße ausgesehen. Also so richtig jetzt.
Können wir auf die Rückwärtsseite machen oder nicht? Hä? Warum zum Fick macht man eine Rückwärtsseite? Ah ne, macht man nicht, okay. Dachte ich auch. Jo, können wir mal bitte kurz appreciaten? Kann ich überhaupt Ego Press? Können wir mal appreciaten, wie gut der aussieht? Also so. Ja, echt ein solides Modell. Der hat eine Krone, der hat Crumble, der hat oben die Ecke, die fehlt, die Steinarme. Ich liebe die Modelle in dem Spiel, die sind so gut. Ich bin total sauer. Wir haben eure Häuser gebaut, eure Schlösser, ich gebe euch Straßen. Doch tretet ihr uns mit Füßen. Habt ihr euch jemand bei uns bedankt? Nein. Daher werde ich deine Schuhe keinen schmutzigen Abdruck auf mir hinterlassen. Ich denke, ich werde dich einfach so aus Spaß an der Freude in den Boden stampfen. Hast du ein Problem damit? Dann versuch doch, mich aufzuhalten, du Würstchen. Er macht mich gleich platt. Das einzige Problem ist, ich kann jetzt nicht den lustigen Trick aus Mario 64 machen mit dem durch ihn durch Dings. Wir können es ja mal versuchen, aber ich glaube, es geht nicht. Es wäre komisch, wenn es funktioniert hätte. Kannst wieder aufstehen. Aber ja, Fun Fact zu dem Gegner. In Mario 64 DS haben sie den Text aus der amerikanischen Version 1:1 übernommen. In Super Mario 64, für das N64, redet er von Rückenschmerzen und ist uns dankbar, wenn wir ihn töten. Und dieser Text ist auch 1:1 so in Super Mario Galaxy 2, wie ihr sicherlich wisst. Nein, schon wieder dem Erdboden gleich gemacht. Ich bin doch nur ein harmloser Kopfstein. Und jetzt fange ich sogar schon an zu schottern. Ich meine schottern. Du hast gewonnen, also gehört das hier dir. Yay! Wee. Naja, wo der herkommt, da gibt's noch mehr. Ich habe keine 100% angesetzt, aber mal gucken, wie viel wir schaffen. Steigt dem Ford aufs Dach. Das sollte schnell gehen. So, jetzt aktuell habe ich eher das Gefühl, im Speedrun zu sein. Aber das lustige Weise, Steelers wird hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Ah, ich würde ja sogar vieles ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. Aber uns fehlt leider die Möglichkeit. Oh. Nevermind! Auf der Suche nach den Powerstern hast du eine rote Mütze gefunden. Setz sie auf und. Viola? Voila? Voila? Du siehst aus wie Mario. Als Mario kannst du im Standardmodus schlagen, greifen. Und sowohl Objekte als auch Gegner durch die Luft werfen, indem du A drückst. Du kannst sogar den legendären Wandschwung ausführen. Drück da einfach B an der Wand. Prinzessin Peach feierst du auf dich. Okay, wir machen jetzt Sealess. Ich bin bereit dafür. Kann ich den schlagen? Smack. Okay, okay, wir machen Sealess. Außer, dass das nicht geht. Das geht alleine schon nicht wegen der Kamerasteuerung. What the fuck? So, jetzt bin ich interessiert. Okay, jetzt lauf runter. Okay, das passiert, wenn man Ziel ist in dem Spiel versucht. Und es absolut falsch macht. Eine Sache, die den Wandsprung betrifft, die ich hier relativ cool finde. Bin ich jetzt tot? Hey, Moment mal kurz, was ist das eigentlich? Erstens, hier ist Geländer. Und zweitens, Lord, hier ist ein völlig neues Areal. Oh nein, meine Mario-Kraft ist weg. Mario, warum hast du so eine seltsame Stimme? Das geht dich im feuchten Kehricht an. Hey, warum ist die rote Münze hier? Mario 64, der ist einfach das Spiel, wo sie alles umgebaut haben. Das ist so wack. Stellt euch einfach Sunshine vor, aber es gibt neue Gebiete. Gott, ich will in diesem Universum leben, in dem es Mario Sunshine 3D gibt. Ich mein's ernst. Ich hätte zwar keine Ahnung, wie sie das machen sollen mit dem leichten Wasserdruck und dem starken Wasserdruck. Ich meine, der 3DS hat nur so viele Tasten. Eventuell könnte man mit dem Touchscreen rumswitchen. Aber
Okay, das wäre eine Option. Ja, Super Mario Sunshine U. Ja, jetzt Mario Sunshine U. Da wäre, glaube ich, nicht so viel Unterschied gewesen. Wenn ich ganz ehrlich bin, da wäre nicht so viel Unterschied gewesen. Aber Mario Sunshine 3D? Oder redest du halt wirklich von einem Grund auf Remake? Leute sind ja immer noch sauer, dass es nicht Super Mario 64 HD wurde. Und ob wir auch Ocarina of Time und Majora's Mask 3D. Ich meine, auf welche Tasten könnte man das legen? Wenn man mit R spritzt, könnte man theoretisch gesehen halt... Ja... An der Stelle, wo jetzt die drei Sterne angezeigt werden, an der Stelle will ich so einen Button hinpacken, mit dem du wechseln kannst zwischen Laufen und Nicht-Laufen. Ist ein bisschen... Und oh mein Gott, es fehlt auch der komplette zweite Stick, fällt mir gerade auf. Sunshine ohne zweiten Stick? Schiebepad Pro und so, aber trotzdem, boah, das wäre ein bisschen haarig. Du hast drei Powersteine gefunden und kannst du die Tür mit einer 3 öffnen. Du kannst auch alle Welten im Erdgeschoss betreten, aber wo ist nur Mario? Auf jeden Fall ist das Abenteuer noch nicht zu Ende. Ich sehe den DS halt nicht als... Ich rede vom 3DS. Yoshi. Nicht so Mario 64 auf der Switch, naja, es ist einfach Mario 64. Ohne Aufwertung. Was ist überhaupt die nächste Mission? Oh Gott, was mache ich hier? Ich werde hier einfach nicht lang gehen. Das ist einfach nur eine Todesfalle. Stattdessen merke ich gerade, dass wir Mario brauchen. Also holen wir uns die nette kleine Mütze. Fuck, 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 fuck. Ich will Mario. Warte, wir holen uns Mario. Wir holen uns jetzt Mario, weil den brauche ich gerade. Aber bestimmt gibt es hier Mario, damit du die Piranha-Pflanzen töten kannst. Wieso ist Mario nicht mehr hier? Okay, wir kommen bestimmt noch irgendwie anders daran. Ich bin mir sicher. Mario auf Wish bestellt, ist leider aus. Oh mein Gott, bin ich jetzt tot? Gerade so nicht. Hier wollte ich aber gar nicht hin. Und ganz woanders hin. Ich kann, ich werde einfach kein Freund von Mario 64 ohne Mist. Das Spiel ist anstrengend. Aber Mario 64 DS ist halt die bessere Option für mich. Weil ich mit dem Spiel die meiste Erfahrung habe. So, ich würde nochmal versuchen, von da oben runter zu fallen. Ansonsten können wir denn schon Frederik holen. Frederik, bist du zu Hause? Ja, Frederik ist hier. Okay. Wer stört mich da? Wer stört mich in meinem Schönheitsschlaf? Die Sonne scheint, ich sollte eigentlich tief und fest schlafen. Aber jetzt, da ich halber wach bin, wie wär's mit einem kleinen Rundflug? Drücke im Standardmodus B, um mich zu greifen. Und lass den Knopf los und dann, den Rest habe ich vergessen. Wow! Beim, das ist neu im Remake. Diese spezifische Kameraperspektive. Wobei, nein, warte, die Kameraperspektive ist gar nicht neu. Aber sie haben den Käfig einfach riesig gemacht. Yes, Stern. War ich auf dem Mario 64 nur 111 Sterne, fand's aber super entspannt beides gehen. Ja, 112 sind doch gut. Es gibt ja auch nur ein, zwei... Ja, es gibt ja auch nur so ungefähr 10 Sterne, die halt wirklich Arsch saugen. So, von daher... Doch cool. Ein Schuss ins Blaue sollen wir jetzt machen. Dann überlege ich, nee, weißt du was? Ich mache jetzt einfach nochmal den hier. Bin jetzt neugierig. Ist die Mario-Mütze da? Ja, in der Tat, die Mario-Mütze ist noch da. Wir machen das jetzt nicht so, wie es intended ist, und außerdem kriege ich jetzt was. Dankeschön. Wir werden ein bisschen experimentell. Findest du jemals Mario? Wahrscheinlich in Part 2. Aber das ist Spoiler. Ihr wollt doch nicht den zweiten Part spoilern. Für ein Spiel, das
18 Jahre alt ist. Scheiße. Ah, gerettet. Okay, wieder verkackt. Mario's Missing. Das ist einfach Mario's Missing 2. Imagine, sie hätten aus dem Mario's Missing Konzept wirklich was Gutes gemacht. Nein, das kann doch nicht wahr sein! Sie mögen den Backwards Long Jump gefixt haben, aber Rückwärts Speed ist immer noch ein Problem in dem Spiel. So viel ist sicher. So, wir kennen das hier zu Genüge. Wo ist eigentlich der Bonbon? Hm? Das ist der älteste Trick der Welt. Wenn ich es selber hinkriege. Die Blumen sind übrigens nicht im Original. Ich musste es. Haben wir, das nennt sich Ahead in Time. Mario's Missing? Ich würde es nochmal versuchen. Wenn die Steuerung nicht so ein Krampf wäre. Also ich dachte eigentlich, Mario 64 DS ist ein gutes Spiel. Es fuckt mich nicht so ab wie das Original. Aber aktuell habe ich eher das Gefühl, dass es nicht so ist. Der spielt gerade den Control-Stick. Das ist ganz okay. Jetzt wirklich auf den ältesten Trick der Welt rein. Nein, ich schaff's nicht, den ältesten Trick der Welt umzusetzen. So, außerdem. Wow, 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 was war das? Das Maul. Hey, du da, ich mag dein Gesicht nicht. Habt ihr immer noch nicht genug? Alter, ich hätte mich schon fast wieder umgebracht. Smack that. Und das Original steuert sich gut. Das Original hat andere Probleme. Ich schieb's nicht hin. Mach doch einfach nur einen Wall Jump! Warum klebt er an der dummen Wand? Mann, was ist das? Ich schaff's nicht, mich umzudrehen. Okay, der war hoch genug. Aber trotzdem. Jetzt mach doch! Wieso geht mir das nicht? Passt. Wenn ich noch einmal sterbe, muss ich den normal holen. Okay, jetzt will ich's wissen. Ich will nach Hause. Okay, wir machen den Stern nochmal. Habe ich wirklich Scheiße gefiltert? Die Möglichkeit, so fancy zu machen, weil es eigentlich nicht schwer ist. Aber die Steuerung macht es mir unmöglich. Und damit meine ich die Unfähigkeit des 3DS Analog Movements. Hey, Sekunde mal. So funktioniert das Analog Movement eigentlich nie. Ich verstehe das gar nicht. So, eigentlich ist der Control Stick dazu da, dass du das Spiel so spielst. Aber es funktioniert ja gar nicht richtig. So. Ich meine, angenommen, ich setze den hier hin. Das funktioniert ja gar nicht. So. Das ist ja das Problem. Aber gut, gehen wir einfach mit dem Bonbon reden. Hallo, ich mache die Honolulu-Habitze für dich bereit. Ach ja, übrigens, die Kanone heißt im Spiel Honolulu-Habitze. Ich fand das immer ein süßes Detail. Bereit zum Abschluss. Komm und hüpft rein. Weißt du, mein Freund, ich muss schon sagen, ich finde deine Schuhe echt totschick. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist, dass du, glaube ich, keine Beine hast. Ich glaube, der Bonbon hat keine Beine. Ja, der Bonbon hat keine Beine. Der ist Rayman.
Der ist der Strahlemann. Übrigens, ein zweiter Grund, warum ich das nie so mache, ist ganz einfach. Ich kann diesen Schuss nicht. Bisschen höher ansetzen, eventuell. Mario 64, der erste Set. Ah, Mario 64. Ist es ja auch. Aua, warum? So, das spielt sich heute absichtlich so schlecht, nein. Das kommt, wenn dir der Erfolg zu Kopf steigt. Okay, wenn das da oben nicht funktioniert hat, dann setze ich halt noch höher an. Dann schieß. Weißt du was? Ich glaube dem Clou und schieße auf die Kiste. Irgendwas wollen uns die Entwickler damit sagen. Vielleicht ein bisschen weiter rechts von der Kiste. Schieß doch gegen die Säule. Hab ich beim letzten Mal versucht. Ich mach's einfach nochmal. Wir wollen dir nichts damit sagen. Satz mit X war wohl nichts. So, rein in die Honolulu-Haubitz und jetzt wird es was. Ich spüre den Flow. So, die Kiste war scheiße. Deshalb so auf den Pfeiler und jetzt rein da. Wundervoll. Chefskiss. Wer hat genug von Wumms-Wuchtwald? Weißt du, es gibt eine ganz tolle Schneewelt, die wir besuchen können. Da gibt es auch eine Eisrutsche und da gibt es Pinguine, die Yoshi fressen kann. Habe ich überhaupt noch extra Leben? Nein, wenn ich jetzt runterfalle, dann sterbe ich. Im ersten Part Game Over. Das ist erstrebenswert. Und Bahamut setzt seine ganzen Kröten auf mich. Violence. We resort to violence. Was geht denn hier ab? Schneegrippelige Höhe. Achtung, extrem Rutschgefahr. Betritt bitte zuerst die Hütte. Okay. Hey, Moment. Pinguin. Hey, du süßer kleiner Pinguin. Ich würde dich gerne aufretten. Tschüss, Pingu. Wow, 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 mir fällt eine Sache gerade auf. Was ist, wenn ich Pingu den nehme und ihn jetzt ausspucke und dann fliegt er die Kante runter? Boing! Nein, du sollst nicht rutschen, du sollst nicht rutschen. Nein, 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 Yoshi, wir sollten noch das Haus betreten. Warte mal, kann die runterfallen? Hm, das ist ja gar nicht das Haus. Ich glaube, Yoshi kann hier nichts machen. Yoshi kann hier nichts machen. Oh, vielleicht kann Yoshi doch was machen. Warte. Bin experimentell. Ein Koffer, wo? Wo ist ein Koffer? Aber wenn er auf die Kante graben könnte, umgekehrt. Na, okay, kann er nicht. Wie komme ich hier wieder weg? Bist du ein Kopf? Cool. Ja, das war eine Sache im Spiel.
Du, Eiswelten sind spaßig. So, wie viele Game Over darf ich nicht überschreiten? Dann einmal die Eisrutsche. Manche Level Softlock ein. Na, in dem Fall wäre ich da, glaube ich, wieder weggekommen mit so einem. Mit so einem Aufzug. Und vorwärts! Nicht wieder alles auf einmal. Das ist einfach die Fan-Montage-Musik. Können wir das jetzt nicht einfach so durchspielen? So locker flockig. Einfach nur langsam hier runterrutschen. Überhaupt kein Problem. Nicht die Abkürzung benutzen, denn ich muss die Strecke üben. Und jetzt muss ich auch noch irgendwas machen. Hier nach links halten. Speeden. So ein Quark, Alter. Das ist halt echt ein Quark. Der Part ist ziemlich cursed. Aber die Rutsche! Sie ist geschafft. Und das sogar ohne die Abkürzung. Quark. Haben sie den Jingle verkürzt? Mein Lieblingsremix. Okay, wenn wir das richtig machen, dann kriegen wir noch einen Lieblingsstream. Sag ich mal dazu. Wir haben noch eine halbe Stunde, um Mario zu finden. Läuft sich hinter jedem Satz ein Quark. Ich sollte ganz viel Quark quaken. Quaken, Quark, Quark, Quarki, Quaken. Wer bist denn du? Oh, bist du der mit den roten Münzen? Rote Münzen sind momentan in der Mode. Man sieht sie jetzt recht häufig, Quark. Aber sie sind nicht zu sehen, Quark. Wie überhaupt anstellen? Ich muss doch jetzt das Pinguin-Baby suchen, Quark. Oh, ich sehe gerade, Quark. Die Wintermütze ist dort unten. Quark. Quark. Und da steckt er mit dem Arsch im Schnee. Quark. Hey, ich will deinen Hut. Quark, das ist einfach umgekehrt mit Mario Odyssey. Und wenn ich mich richtig entsinne, müsste man hier einen Warpoint finden, Quark. Und mit unserer neuen Mütze und den Yoshi-Sounds, Quark. Ja, genau, der Goomba wird nicht zu einem Mario, sondern Yoshi wird zu einem Mario. Kann ich dich jetzt greifen? Ich würde ja gerne den Sprung wagen. Quark, aber ich vertraue der Kante nicht. Ich vertraue der Autoabsprungkante nicht. Komm her, mein Kleiner. Wir begehen jetzt Selbstmord. Quark. Jede Child. So, mal schauen, ob das Auto dies noch funktioniert. Wetten, der redet jetzt mit mir. Quark. Du sollst nicht mit mir reden. Ich kaufe nichts, Quark. Dankeschön. Also, Quark. Links neben der Brücke platzieren. Einfach nur rutschen. Und es hat kein Auto abgebrochen, Kante. Ich wusste es. Aber wenn ich Glück habe, ist das Kind wieder da, wenn ich einfach nur... wenn ich mich einfach nur teleportiere, Quark. Nun einfach mal so, als wäre das nicht passiert. Hallo, neues Pinguin-Baby.
deinem kleinen Bruder ist definitiv nichts passiert. Ich werde dich jetzt zu deiner Mama bringen. Komm her! Ich werde dich mit Händen und Füßen treten. Ja, dann machen wir das halt, wie es gemacht werden soll, Quark. Nein, ich brauche die Wut! Ist ja übel gefährlich hier. Nein, hier sollte kein Kind spielen! Oh, es gibt noch eine Sache, die wir ausprobieren müssen. Die wir gleich ausprobieren müssen, Quark. Sekunde. Und zwar, wenn das Baby unten ist. Quark. Ja, es dauert mir zu lange. Quark. Nein! Nein! Nicht umbringen! Nicht umbringen! Nein! Nein! Hier. Für Sie. Oh, du hast mein süßes, hübsches Baby gefunden. Wo war's denn nur? Wie kann ich dir jemals danken? Ich habe hier den Stern. Meine ewige Dankbarkeit ist dir gewiss. Ach, warte, streckt das schon wieder so. Du spielst doof. Okay. Nein, nein, nein. Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Läufst du? Also, Pinguin, pass genau auf. Sieh zu und... Was ist eigentlich heute mit diesem Spiel? Alter, da bist du ja in der Pfanne verrückt. Gib mir den Scheiß gut, der. Okay, okay. Es wird Versuch Nummer 3. Das ist einfach, wenn wir in 2010, dann wäre das ein Let's Fail. Haki hat bestimmt auch schon abgeschaltet. Kann sich das nicht ansehen. Nee, dann testen wir es jetzt vorher. Okay. Ja, okay, er tut es. Okay, das war alles, was ich wissen wollte. Also, Not Nummer 3. Ich bring dich jetzt zu deiner Mama, ob du willst oder nicht. Bitte sag mir, dass ich hier nicht rutsche. Bitte sag mir, dass ich hier nicht rutsche. Ich glaube, das waren... Das war ein nicer Ravager, Babe. Ein Tagclip. Oh mein Gott, der Name. Der Name. Ich lieb's. Scheiß Schneemann, er verzieht euch. Ich will jetzt endlich mit dieser Mission abschließen. Wir brauchen doch nur 8 Sterne. Nein! Sammel die Hut ein! Sammel die Hut ein! Ja, lauf schon mal vor. Noch ein Stück. Lauf, lauf. Noch ein Stück. Ja, weiter so. Weiter so. Lauf. Und jetzt schön der Richtung. Ja, ja, weiter so. Weiter. Noch ein Stück. Schmeiß sie einfach runter. Kann ich die runterschmeißen? Warte. Der Bug voll rum. Okay, nein, Yoshi, zurück, 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 zurück. Oh, warum muss der jetzt aus dem Nichts kommen? Ha, du hast nicht damit. Ich glaube, Nico kann keinen Link schalten. Das ist komisch. Eigentlich muss ihn mal zum Mod ernennen. Eigentlich kann niemand. Ist Nico nicht VIP? Problem auch, es wird immer schlimmer. Ich sollte mehr Mario-Spiele spielen. Arschbombe. Gib mir den Hut her. Wieso ist Mikro noch keine VIP? Ich weiß es auch nicht. Zur Not, wenn Barmut das Kind kriegt, kann Barmut sie gerne zum VIP ernennen. Aber in meiner Welt wäre Nico eher Mod.
Also, her damit. Einmal hier runter. Und wie? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, guck mal, ob es ein Command dafür gibt. Wenn es ein Command dafür gibt, dann kannst du das machen. Und wenn es kein Command gibt, dann... dann stehen die Chancen eher schlecht. So, scheiß Stein. Nein. Okay, hör auf zu rutschen, Mario. Hör auf zu rutschen. Mario, hör auf zu rutschen. Hilfe. Okay. Schneemann. Wieso ist Mario auf einmal so schnell? Okay. Mama Pinguin. Bin erstmal raus. Das ist ja ein Albtraum, was du hier gesehen hast. Mach's gut, Aki. Hier, nimm es. Ich will es nie wiedersehen. Noch ein Stern. Noch ein Stern. Ich weiß genau, welchen wir machen. Ein Stern für Idioten. Den schafft jeder. Wir gehen erstmal hier hoch. Ja, und dann gehen wir hier rein. Hier müssen wir nämlich so oder so hin. Ich bin ein Idiot. Nein, Tatsche, du bist super. Müsstest du machen. Okay, dann machen wir das später. John, und was für Links willst du entfernen? Zwar hier das Bild von Peach. Witzigerweise ist im Code des Spiels noch der Originalraum drin. Von dem Spiel. OMG, das nächste Kurzvideo. Oh, das wäre auch stark für Mario 64. So ein dummes Best-of. Clip alles. Und die Clips mache ich dann ins Best-of. So, das ist eine gute Idee. So kriegt man noch ein extra Leben, das ich verpasst habe. Jetzt kriegen wir zumindest das extra Leben am Ende im Raum. Krieg ich sogar den Speed-Stern? Ich krieg sogar den Speed-Stern. Nein, eine Sache, die ich kann. Das ist so toll. Ich klippe, was das Zeug ist. Ja, ich habe das Gefühl, sieht man eigentlich, wer die Clips macht? Weil ich entdecke immer voll viele Clips. Ich hab letztens reingeschaut, es gibt super viele Clips und ich weiß halt nicht. Schieß erstmal im Boden. Und ich weiß nicht, wer die macht, deshalb. Yo, first try, das war echt nicht schwer, okay? Das war lächerlich einfach. Und deshalb machen wir es gleich nochmal. Instant Replay, könnte man sagen. Die Ersteller sollten dastehen. Ich finde die irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Ah ja. Wenn du das auf Twitch richtig guckst, ja, ich guck meistens im... Nein, bitte sammel das jetzt nicht ein. Glück gehabt. Steht rechts an der Seite oben. Ja, ich hatte in meinem Dashboard links die Clips angeguckt und dort war dann halt ganz viele Clips aufgelistet, aber da stand nur Kanal und ich glaube, der Ersteller stand nicht da. Okidoki. Irgendwas war hier doch. Ah, genau, in der Mitte ist eine weitere Tür, die in ein Hinterzimmer führt, und zwar das lustige kleine Spielzimmer. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Für 8 Sterne kommt man aber hier rein, und da wollen wir hin. Tippe immer nur selbst. Ich meistens auch. Deshalb finde ich das so erfrischend. Dass jetzt quasi alleine Clips entstehen, die ich mir nicht ausdenke. Es ist schön anzusehen, was man quasi nicht im Augenwinkel hatte. Ich habe ja auch nicht unbedingt die Zeit, den kompletten Stream nochmal durchzugucken. Ich kriege ja auch nur die Spielperspektive hin. Zack. Hier sieht's ganz schön giftig aus. Begleite mich, mein Freund. Zusammen schaffen wir das. So, um irgendwie da hochzukommen, müssen wir... Oh Gott. Da oben in die Ecke. Und am besten kommen wir dahin, indem wir über diese Baumstämme klettern. Warum hat Peach ein Bild von Mario?
Vielleicht, weil sie Freunde sind. Yoshi, bitte stirb jetzt nicht. Oh, ich merke gerade. Hier kommt man gar nicht nach oben. Glaube ich. Aber da drüben kommt man nach oben, okay. Kann ich nicht einfach wieder Trickshot machen? Das eiert irgendwie Homing Properties, kann das sein? Weil das tötet gefühlt alles auf dem Screen. Nein, du sollst in die Ego-Perspektive gehen. Oh, über die Brücke kommt man darüber. Jetzt habe ich es wieder im Kopf. Ich wusste, es geht um eine Bodenranke. Bisschen verwirrend, das Level. Mario ist irgendwie toxic gerade. Einfach Twitter navigieren. Ich gebe zu, ich habe die unschönen Seiten von Twitter schon gesehen, aber ich versuche sie weitestgehend zu ignorieren. Genau wie in Lakitu. Wenn man einfach ganz schnell ist und lässt deine Ruhe, da ist das Leben, um meine Dummheit zu kompensieren. Wegen dem Giftnebel. Ja, natürlich wegen dem Giftnebel. Bla. Wie der einfach unaffected ist. Und schwuppdiwupps rein da in die gute Stube. Ich bin kein gewöhnlicher Goomba. Ich bin Goombas, der große Goomba, der großartige Pumba-Goomba. Entschuldigung, Mario trampelt sonst ständig auf der Nase, ich meine dem Kopf herum. Aber nun hat sich das Blatt gewendet. Wir haben ihn eingesperrt. Ich wette, er heult und schluchzt wie ein kleines Kind. Mit dir dagegen habe ich nichts zu schaffen. Also hopp, ich wüsste nicht, wie ein fossiles Weichei wie du meine Stampfe überstehen sollte, ohne zu Rührei zu werden. Also die Texte sind schon nicht schlecht, muss man dazu sagen. Der ist auf dem Mario Kart DS. Fun Fact zu den Missionsboss auf Mario Kart DS. Die sind alle aus Super Mario 64 DS. Smack. Und er hustet und pustet und wird immer wütender. Und er produziert mehr Nachwuchs. Das Schöne ist, den verwenden wir gegen ihn. Kann er auch einen Trickshot machen? Nein, okay. Schade. Jo, was passiert eigentlich, wenn ich die Goomba-Pumbas da von hier anvisiere? Oh, 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 oh. Jo, warte, das geht. Ich muss gar nicht drüber rumrennen. Das ergibt doch so viel mehr Sinn. Oh Gott, er hat sich umgedreht. Ah, schneller, wir müssen weiter innen laufen, um ihn zu überholen. Und dann einmal Longs. Ey, weißt du, was ich an dem Spiel hasse? Du schießt nicht auf dem gleichen Knopf, mit dem du flutzt. Das ergibt zwar Sinn, aber trotzdem dumm. Geschlagen von einem Männlein wie dir? Wie konnte mir das nur passieren? Hat das Schicksal es bestimmt, dass die Gumbas nur verlieren? Ich habe Mario, wie du weißt, eingesperrt. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu seinem Gefängnis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe verloren. Alles recycelt. Aber tatsächlich wurde es, glaube ich, aus Mario 64 DS recycelt, weil das ist der. Das ist der Launch-Titel. Das ist wie Sonic Unleashed, wo man die Homing-Attack mit dem anderen Knopf. Ja, genau das, ich hasse. Das war eine sehr seltsame Entscheidung. Ein Gumbas-Schlag abgeschlossen. Und die sagen, wollen wir Mario aus seinem Gefängnis? Ich hab gesagt, holen wir Mario aus seinem Gefängnis. Und dann würde ich sagen, haben wir uns ein bisschen Urlaub verdient. Deshalb Bühne frei für den Mann in Rot. Mr. Nintendo persönlich. Wahoo. Wacky Wahoo Pizza Man. Super Mario. Du hast Mario gerettet. Nun kann er Bowser in Grund und Boden stampfen. Überall wird man rote Mützen sehen. Schnapp die ein und verwandle dich in Mario. Vereitle Bowsers hinterhältige Pläne mit einem Super-Attacken. Weh, so Big Mario had to come out of the Wii Dude. W Dude. Was ist das eigentlich? Hat da jemand was gezeichnet?
Da hat jemand einen Vogel gezeichnet, aber was ist das andere? Das Bowser? Wieso gibt es eine weiße Tür? Nein, das ist für Waluigi, das weiß doch jeder. Es war eigentlich dumm, den als erstes anzugreifen. Au. Genau deshalb. Ich vergaß immer, dass man sie nicht angreifen kann, wenn sie schon getroffen sind. Also erwarte, dass ich wieder sterbe, es sei denn, ich krieg's jetzt hin, irgendwie mich ins Wasser zu begeben. Mochte Marius Wolfler, ich hasse dich. Ich glaube, ich hätte das doch als Yoshi machen sollen. Komm her! Nein! Sternchen! Sei brav, Sternchen. Kann ich den bitte ganz den Lucky kaputt machen? Ja. Okay, wir sind wieder da. Genug Geld für alles. Kann ich den schlagen? Nicht ganz. Smack. Dachte, hier wäre ein Versteck. Halt die Klappe, Mario. Wah, wah, wahoo! Ich wusste, der wird noch ein Problem. Yay, Sternchen! Noch ein Sternchen! Okay, wir sind besser als je zuvor. Was ist denn hier oben? Was ist hier Schönes drin? Oh! Oh! Nice. Also, den hier umfahren. Nein! Einfach mit dem Cooper-Panzer hochfahren. Au. Hat nicht geklappt. Einer der Goombas hinstellen? Oder ist das der da oben? Oh, wir haben alle 5. Ja, dann nichts wie runter da. Wollen sich das Genick brechen? In welche Richtung liegt der Stern? Ich glaube, der wird noch nicht gerendert. Okay, ja, da ist er. Aber da ist noch was auf der Palme. Ich glaube, ich habe da ein extra Leben gesehen. Das eins zusammen wäre aber super dumm, weil es eigentlich die letzte Mission für heute ist. Damit sind wir nämlich bei genau 10 Sternen. Ob ich den Schnitt halten kann? Ich weiß ja nicht so recht. Aber, damit würde ich sagen, das war der Auftakt. Er war laut. Er war absolut tollpatschig. Ich weiß nicht, ob ich mir wünschen soll, dass es so weitergeht oder dass es nicht so bleibt. Deshalb, mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, kommt gleich vorbei und tschüssi.